Ich habe den Krieg gehasst vom ersten Tage an. Und dass man überhaupt überlebt hat, habe ich gedacht, das ist ein Wunder gewesen. Und ich sage, ich habe gebetet, ich tue es heute noch. Und ich sage, das hat mir geholfen und hilft mir auch weiter. Ich bin 1941 eingezogen worden und ich war dann Panzerwart 1. Und als Panzerwart 1 war so im Technischen, hatte mir kein Offizier was zu sagen. Ja. Ich kenne Ihre Akte. Sie haben ein gutes Händchen für Fahrzeugreparaturen bewiesen. Wir brauchen fähige Leute wie Sie. Sie haben einen verwundeten Amerikaner einem französischen Arzt übergeben. Das ist richtig, Herr Leutnant. Das wird Konsequenzen haben. Es gab keine Helden im Krieg, sage ich. Das waren normalerweise befohlene Mörder. Wenn ich heute einen bekannt habe, ich komme in Streit, ich verpasse eine oder er mir, was, er fällt um und ist tot, werde ich bestraft. Ja. Aber wenn ich hier 100 mit MG umgebracht habe, werde ich als Held bezeichnet und werde ausgezeichnet. Und das habe ich im ganzen Krieg nie verstanden. Nie. Und bis heute nicht.